Kollegen, Landeshauptleute, Mitglieder in den Landesregierungen, Landtagsabgeordnete, geschätzter Präsident Fischler, sehr geehrter Herr Bürgermeister. Es ist immer schön, hier zu sein und es ist auch immer spannend, sich mit den Themen zu beschäftigen, die beim Forum dann Gegenstand der Erörterungen sind. Francis Fukuyama hat 1989 oder nach 89 gemeint, das Ende der Geschichte sei gekommen. Nach dem Ende des Wettkampfs der Systeme, dem Wegfall der Berliner Mauer, würde sich die liberale Demokratie durchsetzen und damit würden sich auch die ganzen Krisenherde weltweit, die irgendwo ja Stellvertreterkonflikte waren, lösen lassen und somit würde man in eine klare Weltordnung hineinmarschieren. Der Herr Pfarrer hat es heute in der Messe einleitend aber richtig gesagt, das alles ist nicht eingetreten. Die Welt scheint doch eher komplexer geworden zu sein. Und die Verlockung ist natürlich groß, in dieser komplizierter gewordenen Welt einfache Antworten geben zu wollen. Einfache Antworten auf komplizierte Fragen, das gab es auch in der Vergangenheit. Und wir laufen Gefahr, dass wir die Fehler, die wir gemacht haben, wiederholen, dass wir aus der Geschichte nichts gelernt haben. Und wir erleben in Europa aller Orten eine Renationalisierung, einen Rückfall in alte Denkmuster, zuerst das eigene Interesse, nationale Egoismen, die in den Vordergrund stehen, das Gemeinsame in den Hintergrund rücken lassen. Hier in Alpbach wird Europa gelebt seit vielen Jahrzehnten. Es gibt jetzt dieses erweiterte Kongresszentrum. Es mögen von hier aus Impulse und Ideen gehen nach ganz Europa, aber auch für uns in der Europaregion, damit wir diese Fehler nicht machen, damit wir einsehen, dass die Antwort nicht weniger, sondern mehr Europa lauten muss, dass es darum geht, gemeinsam die Kraft zu finden, diesen Herausforderungen zu begegnen, dass kurzsichtige und kurzfristige Eigeninteresse etwas zurückzustellen und das Gemeinsame zu leben. Wir können als Europaregion Tirol, auch wir tragen diesen Namen, Europa so wie das Forum, wir können und wollen ein kleines Europa in Europa sein, wo wir stolz sind auf unsere Traditionen, auf unsere Kultur, unsere Geschichte, Selbstbewusstsein daraus schöpfen, wo aber Heimat keine Käseglocke ist, die das andere ausschließt, sondern wo Heimat ein Haltegriff in der globalisierten Welt ist, der Sicherheit gibt und der die Möglichkeit eröffnet, offen zu sein für die Welt. Das wollen wir tun, das wollen wir gemeinsam tun und wir wollen gemeinsam, auch in schwierigen Zeiten, die Lösungen finden, gerade in diesem europäischen Glauben auch an die Kraft der Solidarität. Und wir wollen auch ein kleines Vorbild für Europa sein. Wir wollen uns so verhalten, wie sich Europa im Großen verhalten sollte. Und ich hoffe, dass es auch gelingen wird, hier von Alpbach aus entsprechende Impulse zu geben. Alles Gute.